Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Es ist Zwiebelsaison und dazu backen wir einen leckeren Zwiebelkuchen. Zwiebelkuchen heute mit Urdinkelmehl. Ich beginne gleich mit dem Teig. 250 Gramm Urdinkel-Halbweißmehl oder Urdinkel-Weißmehl auf den Tisch. Kleine Mulde machen. 125 Gramm Butter dazu. Hier habe ich 50 Gramm Wasser, 5 Gramm Salz. Zusammen auflösen. Und das ist ein klassischer geriebener Teig, das heißt Mehl und Butter wird zusammen gerieben. Das ist die klassische Variante. Wenn ich es aber von Hand mache und Urdinkelmehl habe, kann ich alles auf einmal beigeben. Das spart Zeit. Und zweitens, der Grund dafür ist, Urdinkel hat eine schön dehnbare Glutenstruktur. Und dadurch kann ich das alles zusammenmischen. Und die Kuchenböden zieht es mir dann beim Backen auch nicht zusammen. Die bleiben so in der Form, wie sie sind. Ist wunderbar. Hast du vielleicht auch schon bei Zopfmehl, es gibt typisches Zopfmehl, da ist immer noch etwas Urdinkelmehl dabei. Genau aus diesem Grund, wenn du die Stränge auswalzt, dass es die nicht wieder zusammenzieht. Teig hier alles zusammenmischen, so lange bis der Tisch eigentlich wieder sauber ist. Das ist so eine gute Faustregel, bis alles zusammenbindet. Den Teig kannst du dir auch auf Vorrat herstellen. Ich mache das immer direkt. Im November ist in Bern ein bekannter Zwiebelmarkt, der Zwiebelmerit. Dort wird die Zwiebel natürlich gefeiert. Geht schon am Morgen um 4-5 Uhr los. Und da siehst du alles Zwiebeln, Schalotten, die schönen Kränze. Wenn du mal in Bern bist und gerne früh aufstehst, informier dich, wann der Zwiebelmerit ist. Der ist immer an einem Montag. Das lohnt sich wirklich, das mal anzuschauen. Kurz die Hände waschen. Und jetzt wird der Teig schon ausgewalzt. Etwas Urdinkelmehl auf den Tisch. Mehl oben drauf, schauen, dass der schon so ein bisschen ründlich ist, das hilft dann natürlich. Schauen, dass der auch nicht klebt unten. Und dann auf etwa 2 bis 3 mm Dicke auswalzen. Hier auch gerne wieder ein bisschen korrigieren, wenn es nicht ganz stimmt. Immer von allen Seiten gleichmäßig beanspruchen. Wird das Ganze noch gestupft, damit der Boden keine Blasen wirft. Alternativ einfach eine Gabel verwenden. Kuchenblech, 28 cm Durchmesser, zusammenfalten, in die Form legen, rüberklappen. Und jetzt kann ich hier den Teig nur noch so mit den Fingerspitzen etwas runterziehen und auskorrigieren. Hier einfach so runterziehen. Wenn es zu viel Teig ist. Ich brauche hier bewusst den ganzen Teig. Ich schneide oben nichts ab, damit ich keinen Rest habe. Und hier, wo ich zu wenig habe, drücke ich einfach noch ein bisschen hoch. Und so kann ich das Ganze korrigieren. Wenn ich zu fest gedrückt habe, einfach noch ein bisschen nachstupfen. Dann kommt die Zwiebel zum Einsatz. Hier habe ich eine Zwiebel geschnitten. Alternativ kannst du auch Schalotten verwenden. Die sind etwas weniger intensiv im Geschmack und etwas milder. Die schwitze ich mir noch ein bisschen an. Einfach so in Streifen geschnitten, das reicht völlig. Wenn ich Schalotten verwende, dann mache ich das Ganze nicht, nehme ich sie direkt. Die musst du nicht unbedingt erhitzen.
Schalotten sind die farbigen Dinger, so in rötlicher Farbe oder sehr braun. Die gibt es auch in unterschiedlichen Formen. Und eben diese Zwiebelkränze werden vor allem auch mit Schalotten gemacht. Parallel dazu habe ich hier 260 Gramm Reibkäsemischung. Besteht bei mir aus Emmentaler und Grejetzer. Wirklich nicht vernachlässigen, nicht die billigste Käsemischung nehmen. Das bringt zusätzlichen Geschmack. Also hier wirklich auf gute Qualität achten. Verteile ich mir gleich und dann kommen die Zwiebeln oben drauf. Wenn die so ein bisschen glasig sind, nehme ich sie mir und verteile sie oben drüber. Kannst du auch ein bisschen steuern, mehr oder weniger anschwitzen. Die, die zu oberst liegen, werden beim Backen eh auch noch so ein bisschen abgeröstet. Darum lege ich sie immer gerne oben drauf. Sehr schnelles Rezept heute. Es geht schon um den Guss. Das ziehe ich alles in einmal durch. 2 Eigelb, 2 Eier mit dazu. Dann habe ich hier 2 Prisen Salz, 1 Prise Pfeffer und 1 Prise Muskatnuss. Alles einmal glatt rühren. Hier auch je nachdem, wie würzig die Käsemischung ist, kannst du im Guss Salz ein bisschen reduzieren und Gewürze. 400 Gramm Sahne dazu. Und einen Teelöffel Urdinkel Weißmehl für eine zusätzliche Bindung anstatt Stärke. Alles verrühren und dann über den Kuchen gießen. Als kleiner Trick, das ist jetzt noch sehr ungleichmäßig, jetzt gehe ich einfach mit dem Finger rein und mache so Kreise. Das ist hygienisch auch unbedenklich. Wenn du willst, kannst du auch den Kochlöffel nehmen, wenn dich das Ganze stört. So vermische ich die Zwiebeln noch besser und lockere den Käse unten etwas auf. Und oben, wirst du dann sehen, gibt es auch so eine wunderschöne Farbe mit ein paar Risschen, die oben entstehen. So sollte ein Käse-Zwiebelkuchen aussehen. Und dann bei 200 bis 210 Grad Ober-Unterhitze in den Ofen schieben. Der Kuchen war jetzt bei mir 40 bis 45 Minuten im Ofen. Der kommt jetzt raus. Der ist schön in die Höhe gegangen. Man sieht auch die weißen Risse. Schön gold, gelb, bräunlich, wunderbar. Der fällt jetzt dann noch ein bisschen zusammen. Das ist normal. Auskühlen lassen und dann anschneiden. Zwiebelkuchen ist ausgekühlt, wunderschön sieht er aus und auch der Teig durchs Urdinkelmehl nicht zusammengezogen, bleibt genau so wie er sein sollte, wunderbar. Der flutscht jetzt richtig raus, schneiden wir mal rein. Boden schön durchgebacken, wunderbar. Extrem aromatisch. Zwiebelgeschmack wunderbar erkennbar, aber nicht zu dominant. Richtig lecker. Du kannst ihn auch 10 Minuten vorher zum Ofen rausnehmen, auskühlen lassen und dann einfach noch mit mal 10 Minuten wärmen im Ofen, gleiche Temperatur, dann kannst du ihn warm servieren. Ein Stückchen Zwiebelkuchen mit einem wunderbaren Herbstsalat gibt ein wunderschönes Abendessen. Ich bedanke mich, Daumen hoch, wenn es gefallen hat, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, alle Infos zu Urdinkel unterhalb des Videos, Kommentar da lassen. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.